US-Präsident Donald Trump ließ vergangene Woche die Bombe platzen. Nach seinem Willen sollen die USA den Klimavertrag von Paris aufkündigen. Der war erst 2015 ausgehandelt worden und gilt als Meilenstein der internationalen Klimapolitik. Seine Unterzeichner wollen die Erderwärmung in den kommenden 100 Jahren auf unter 2 Grad Celsius drücken. Prognosen zufolge würde sie sonst bei 4 bis 5% liegen. Nun will sich der größte Verursacher des Klimawandels, die USA, zurückziehen. Was bedeutet das für den Klimaschutz? Darüber spreche ich jetzt mit Keno Düvel von Greenpeace Hannover. Hallo. Herr Düvel, ist das Klima ohne die USA noch zu retten? Es wird halt auch schon mit den USA schwer, unter den 2 Grad zu bleiben. Und die USA hat natürlich eine Verantwortung und sollte am besten im Pariser Klimaabkommen bleiben. Sie ist halt eines der größten Länder auf der Erde. Kann man dann sagen, alles halb so wild, wenn die USA aussteigt? Nee, auf keinen Fall. Zwar ist es in den USA auch immer noch so, dass Donald Trump halt nicht den kompletten Rückhalt hat und dass die Bürger natürlich auch frei sind, an sich das Klima zu schützen, beziehungsweise die Unternehmen. In Kalifornien sind da halt auch schon Bestrebungen darin, dennoch das Klimaabkommen einzuhalten. Wie gut ist das Klimaabkommen denn eigentlich? Weil letzten Endes sind das ja nur freiwillige Vereinbarungen. In größter Linie sind es halt freiwillige Vereinbarungen, aber es war halt schon ein großer Schritt, dass sich fast 200 Staaten darauf geeinigt haben, sich jetzt einen Deckel zu setzen oder halt ein Limit zu setzen, unter der die Klimaerwärmung bleiben sollte. Wie beurteilen Sie denn eigentlich die Rolle von Deutschland und auch der EU? Weil zuletzt hat man immer wieder so den Eindruck gehabt, dass die Energiewende stockt und auch der Klimaschutz nicht mehr so sonderlich wichtig genommen wird. Ich persönlich finde auch, dass Deutschland deutlich mehr tun sollte. Deutschland sollte auch ganz klar den Braunkohle und überhaupt den Ausstieg aus fossilen Energieträgern beschließen, ähnlich wie es halt der Atomausstieg ist. Was kann eigentlich jeder Einzelne von uns tun, um den Klimawandel zu bekämpfen? Auch recht viel. Also man könnte halt zu einem wirklichen Energieversorger wechseln, der halt wirklich einen Ökostrom anbietet, halt auch ohne dreckigen Kohlestrom. Man kann halt eventuell seinen Fleischkonsum reduzieren, man kann man kann sein Verkehrskonzept ändern, weg vom Auto hin zum Fahrrad, ÖPNV oder Fußverkehr. Also es gibt viel, was der Einzelne wirklich dann auch tun kann. Richtig, eine ganze Menge. Jetzt kommen ja Anfang Juli die G20 in Hamburg zusammen, die wichtigsten Industrienationen. Plant Greenpeace da Aktionen in Sachen Klimaschutz? Es gibt auf alle Fälle ein Bündnis, das dazu aufruft, vor dem eigentlichen G20-Gipfel am 2.7. eine große Demo zu halten, und in dem Bündnis ist auch Greenpeace. Dort kann man dann gerne hinfahren. Von Hannover ist es ja auch nicht so weit. Ein deutliches Zeichen. Keno Düvel, er ist Ehrenamtlicher bei Greenpeace Hannover. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ja, vielen Dank.